Jo, voll geil, ey. Jo, Hollywood, Los Angeles, Gold, Autos, Weiber, Chicas, Sascha Gerecht, DJing ist in der Haus. Kauf hier alles. Bald. Ja, geil. Sag mal, wer ist denn das? Das ist doch. Das ist doch die Heidi. Jo, mein Weiß ist der Heidi. Ha, ja, freilich. Ein schwarzer Mann, eine weiße Frau, verfolgt von Männern in weiße Kutteln mit brennenden Fackeln. Das kann bloß die Heidi sein. Herr Schabzixer, wo bleibt denn wieder dieser Gerecht, du? Jo, mein Waldmuskelfreund, wo bleibst denn du? Hast du mich schon vergessen? Hier ist dein DJ-Kumpel Bahnhof 21. Oh Mann. Frank Hoffmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Alter, weißt jetzt, wer dran ist? Du, gell, wenn du noch einmal Frank Hoffmann zu mir sagst, dann bin ich voll echt sauer mit dir. Schreib das doch endlich mal auf. Du alter Muskelmann. Du bist DJ-Friend von DJ Bahnhof 21. Jo, Alter, wo bleibst du? Wir sind doch verabredet. Ja, wegen meinem Fotoshooting. Ja. Wegen dem DJ Bahnhof 21 Pin-Up-Kalender. Ha ja, Logo. Groß-Media-Marketing in der Haus, man. Ja, die Kugelschreiber sind schon gekommen. Ja, mit Logo. Genau, ha ja, ich wollte halt nur einmal mit Profis arbeiten. Sascha, ha ja, deswegen rufe ich dich doch an, du. Mensch, Alter, jetzt laber doch nicht so lang rum hier. Jetzt frag doch nicht so saudumm. Ha ja, du bist zu lang. Ja, Logo, du machst mir die ganze Show kaputt, Alter. Ja, kaputt, ja, das hat der Jürgen Uhrig gesagt. Kennst den? Ah, nein, den kennt in Amerika auch keine Sau. Ja, genau, keine Sau, arme Sau. Ja, der ist Comedy-Autor. Ja, für den Sender, wo du die ganze Zeit vor der Kamera rumhampelst. Ja, RTL, genau. Ja, der ist Comedy-Autor. Weißt du, was das ist? Also ein Comedy-Autor. Wie soll ich das jetzt so mal... Ist schon geh aus Stuttgart erklären, was ein Comedy-Autor ist. Ja, das ist sowas wie der Dieter Bohlen. Bloß ohne Musik. Ja, genau, you got it, man. Ja, genau. Und der klaut bei seinen Kumpels die Gags und verkauft die dann an RTL. Ja, genau. Ja, genau wie der Bohlen. Ja, komm, hör doch auf, Sascha. Das weiß doch jeder, dass dieser Bohlen seine Songs nicht selber macht. Der hat doch den Luis Rodriguez da, jo, in seinem Studio hocken. Na ja, das kann doch auch gar nicht anders sein, ja? Wenn der die ganze Zeit Tag und Nacht da bei RTL seine Hackfresse in jede Kamera hält, wie soll denn der da noch Zeit haben, seine Hits selber im Studio machen? Ah ja, diese alte Hackfresse. Aha, genau, ja, und der Uhrig, der hat meine Show gesehen. Nein, Sascha, nicht unsere Show. Meine Show hat er gesehen. Ja. Und der hat gesagt, das sei alles viel zu lang. Ja. Ich glaube, der spinnt, du. Der hat wohl noch nie 7 Tage 7 Idioten gesehen, du alter, du Faller. Ja, man muss aber auch dazu sagen, er hat gesagt, er hätte es früh um 8 gesehen. Ja. Da war er noch nicht so aufnahmefähig. Jo! Genau, ja klar, ja, die Trinkhalle in Köln, die hängt da auch noch nicht auf, ja, genau. Und meine Stimme, hat er gesagt, du, die finde ich auch nervig, hat er gesagt, ja, der hat wohl noch nie eine Sendung vom Daniel Hartwig gesehen. Ja, den finde ich auch scheiße. Ja, der Hartwig, der schafft es auch nie zu RTL, ich will nach Amerika. Ja, genau, der Uhrig auch nicht, brauche die Amis auch nicht. Die haben doch diesen durchgeknallten Schauspieler, der da seine Produzenten bespuckt. Ja, das hätte ich mir nie erlauben, gell, meinen Manager zu bespucken. Ja, das Höchste, was meine Gefühle zulassen, wenn ich mich so als DJ-Künstler mal ungerecht behandelt fühle, da pinkel ich dem unterm Tisch höchstens mal in sein Glas, gell.
Mehr traue ich mir aber nicht. Yo, Mann, Alter! Jetzt komm auf, Alter! Kommst vorbei, bringst dein iPhone mit, schieß mir ein paar geile Pics für meinen Pin-Up-Kalender, damit die Groupies feucht werden. Ja, auch oben auf den Lippen. Hey, Alter, geil, ja. Weißt du, was ich gestern zu so einer Groupie gesagt hab? Hä, willst du sehen? Ja, bevor ich die flach gelegt hab. Pass auf, mein DJ-Kumpel, hab ich gesagt. Na, Mädle, welchen Lippenstift trägst du denn heute? Dann hat die ganz verliebt gesagt. Kirschrot. Dann hab ich gesagt, und oben? Jo, mein Weitbratter, hast du kapiert? Und oben, jo, jo, jo. Ja, hat die aber nicht kapiert. Ich hab ihr dann die Gusch mit Kreppband zugelebt und hab sie mal ordentlich durchgepimpert, ja. Star-DJ eben. Ha ja, das erwartet man doch von mir. Ha ja, Showgeschäft, gell? Kann man schon mal anstrengend sein. Sascha, du bist zu lang. Ja, wenn ich es mir überleg, du, deine Stimme, die finde ich auch scheiße, ja. Du, es ist besser, manche DJs tätet ihr Maul halten, gell? Es ist besser so. Ja, tschüss. Ja, Alter, jo, gell? Sascha. Ja, hey, Freunde, RTL, yo, Star-Magazin. Ich hab euch ja noch gar nicht begrüßt hier in Deutschland. Ich arbeite gerade an meiner zweiten Single, die heißt Ich bin Star-DJ. Kann die Regie mal das Playback einspielen? Genau, Mädel. Ich bin DJ. Star-DJ. 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 Star-DJ.